aus England, der bereits einige Male deutsche Mannschaften gepfiffen hat. Die Dortmunder haben nicht die beste Erinnerung, denn sie verloren unter seiner Leitung gegen Ajax Amsterdam 96 im Viertelfinale mit 0:2. Aber das ist Vergangenheit. Hier geht es jetzt mit einer fairen Begrüßung los. Sie sehen das schon, Kapitän Reuter und all die anderen, bis auf den Keeper in weißen Hosen. Das ist das Ausweichtrikot, weil der Gastgeber in blau-gelb antritt. Und nun schauen wir uns mal die Aufstellung an. Der BVB, Sie haben das eben schon gehört, mit dem neuen Supersturm Bobic und Igpeba. Möller nicht dritte Spitze, sondern in der gewohnten Rolle des offensiven Mittelfeldmannes. Hinten drei Spieler auf einer Linie, die Last im Mittelfeld bei Stevic. Unterstützen soll ihn Nährlinger. Und beim TK Teplice, da gibt es in der Tat nur einen Stürmer, das ist der Kapitän Verbier, aber Kolomasnik ist ein sehr, sehr offensiver Mittelfeldmann. Friedek, den kennen Sie vielleicht noch aus der Bundesliga, aus den Zeiten beim MSV zuletzt und Bayer Leverkusen. Bilek, der Älteste, Sie werden ihn erkennen, an relativ wenig Haaren, ist ein Routinier mit 34 Jahren. Und vor der Abwehr wird Firtala sich um Andi Möller kümmern. Das also sind die taktischen Voraussetzungen, wenn Sie so wollen. Bei Borussia also die alte Grundordnung mit 3-5-2. Und er ist einer von den beiden, nämlich Igpeba, der sich hier zuletzt gut eingespielt hat. Freddy Bobic laborierte an Verletzungen. Igpeba musste erstmal wieder richtig trainieren. Aber die Formkurve beider Topstürmer zeigt nach oben. Und der soll die Tore verhindern. Christian Wörns von Paris Saint-Germain gekommen. Begann etwas unglücklich mit einem Eigentor, aber das hakt ein international erfahrener Mann wie Wörns auch leicht ab. Er, einer von drei Mexiko-Fahrern im Team der Dortmunder Borussia. Man wird sich fragen und beobachten, wie frisch sind sie? Jens Lehmann hat im Prinzip sehr gut gehalten in Mexiko, ohne dass er gleich Kahn verdrängen können würfte. Und der dritte im Bunde ist übrigens Lars Ricken auf der rechten Seite. Wir werden ihn dann später noch sehen. Gut bespielbarer Rasen. Die Dortmunder haben hier gestern trainieren können. Sie sehen große Lücken im Stadion. Das überrascht uns, denn das Stadion wurde uns mit 17.863 Sitzplatzbesuchern als ausverkauft gemeldet. Vielleicht kommen die ja noch. Bereits Platz genommen haben etwa 300 Dortmunder Borussen-Fans. Da links außen auf der Gegentribüne, da können Sie sie erkennen. In Schwarz und Gelb sind sie nach Nordböhmen gekommen, in den, wie gesagt, ältesten Kurort Tschechiens. Jeder bereitet sich auf seine Weise vor. Gerade haben wir Dede, den Brasilianer, gesehen, der gestern Probleme bei der Einreise hatte, weil er kein Visum hatte, obwohl die Botschaft ihm signalisiert hatte, das ist nicht nötig. Nun, mit ein paar Mark ging das dann auch. Und so können nun die 11 spielen, die Trainer Michael Skibbe heute unbedingt aufbieten wollte. Es ist sozusagen die teuerste Welt. Teplice gegen Dortmund wird Ihnen im Ersten präsentiert von Krombacher. Also die Borussia heute in Schwarz und Weiß mit dem über 20 Millionen Transfersummensturm. Igpeba, Nigeria und Bobic, Schwaben, wenn Sie so wollen. Ein temperamentvoller Spieler, der die zuletzt etwas lethargischen Dortmunder auch etwas aufmuntern soll. Erster Freistoß nach dem ersten Foul von Brabet. Das ist einer der beiden Manndecker, der es mit Bobic aufgenommen hat. Unsauber. Hier. Am Ball steht Andi Möller.
Ricken. Lange Kerls in der Abwehr von Teplice. Ikpeba. Hier haben Sie jetzt den anderen Manndecker gesehen, Rada. Da ist er. Gleichzeitig werden wir ihn einige Male auch in der Offensive erleben. Lehrlinger. Kapitän Reuter. Und Wörms. Tja, direkt vor den Augen des Schiedsrichters, der aber andersrum entscheidet, als Nehrlinger erhoffte. Stevic, Ikpeba. Jürgen Kohler. Und Christian Wörms, übrigens, haben beide früher mal beim Waldhof in Mannheim gespielt, wenn auch nicht zur selben Zeit. Schön gespielt. Stevic, Möller hängt weit zurück. Foul gegen DD. Andi Möller wird treten. Kohler und Wörns mit vor. Und erste Riesenmöglichkeit für Wörns. Das wäre ein internationales Comeback gewesen für den Manndecker. Guter Reflex von Libor Makacek. Verbier und Libero Reuter. Erster Eckball für den zweiten der tschechischen Liga. Das war übrigens der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Michael Skibbe
und sein Assistent Uwe Neuhaus. Die Auswärtsschwäche der vergangenen Saison soll ausgemerzt werden durch aggressiveres Spiel. Davon ist aber in den ersten Minuten noch nicht allzu viel zu sehen. Dede gegen Verbier. Fair und sauber und es gibt Abstoß. Verbier ist übrigens der zweite der tschechischen Torschützenliste gewesen und der erste auch ein alter Bekannter, Horst Siegel, der jetzt bei Sparta Prag und früher bei Kaiserslautern war. So, diesen Freistoß wird Christian Nährlinger treten. Linksfuß. Dede. Stevic. Ricken. Bobic. Jetzt gehen die Dortmunder energischer hin und bekommen hier auch den Ball in Form eines Einwurfes nach dem guten Einsatz von Stevic. Festsetzen in des Gegners Hälfte. Möller. Bobic. Gibt Eckstoß. Will nicht meckern, aber vielleicht hätte Möller da auch alleine gehen und schießen sollen. Dafür schießt er jetzt diesen ersten Eckball für die Borussia. Ricken. Der Stevic geht hin. Er will die Herrschaft im Mittelfeld. Verbier. Kluger Pass von Verbier und gut aufgepasst von Wörths. Wieder Verbier.
Das schien mir Lehmann ein bisschen weit vom Tor zu stehen, aber er hat das genau ausgetakt. Und er muss ja bei diesen Flanken auch jederzeit auf dem Sprung nach vorne sein. Ich sprach eingangs die Lücken an. Das ist die neue freie Marktwirtschaft hier. Da haben ein paar Spekulanten größere Kontingente aufgekauft und sind offensichtlich wegen Überpreises darauf hängen geblieben. Weit zurückhängend wieder an die Möller. Didi. Ikpeba war da noch dran, aber zuletzt ein tschechischer Spieler und deswegen gibt es den nächsten Eckstoß für den BVB. Der 5-Meter-Raum ist eine Sache der Tschechen, aber da hätte es trotzdem fast durch Stevic gepasst. Guter Fußballer, Friedek. Ikpeba gegen Rada und Makacek. Gut gemacht von Nährlinger, Möller, Dede, der schön immer an der linken Außenlinie klebt. Stevic. Ricken. Hat den Ball zuletzt berührt, der Dortmunder. Einwurf für die blau-gelben Platzbesitzer. Verbier sehr agil, geht vor und zurück. Die einzige Spitze, nominell. Ikpeba. Möller. Bobic. Nährlinger. Naja, aber immerhin, die erste Viertelstunde vorbei, 0:0. Hier im Stadion Nasti Natlet. Ein munteres Spiel, von beiden Seiten offensiv geführt. Der Herr Ingenieur Josef Peschice. Seit 97 hier hat die Mannschaft total umgekrempelt und eine gute Mischung aus Erfahrung und Jung auf den Platz gebracht. Ja, gibt Freistoß nach dem Foul an Ricken.
Und sein Gegner, Sie konnten es gerade nicht sehen, hat sich auch sofort entschuldigt. Es war Tesarik. Burns. Stevic. Ja, der versucht es wenigstens mal. Auch wenn der Versuch hier misslang. Gutes Vorchecking von Nährlinger. Und Freistoß für Dortmund. Ja, die Tschechen gehen ganz schön zur Sache. Aber ein sehr aufmerksamer Schiedsrichter Gellecker. Ja. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. So, und jetzt könnte es die erste gelbe Karte geben gegen Frittala. Das ist der Mann vor der Abwehr, der sich um Möller kümmert. Schauen Sie sich das mal an. Ganz schön rüde. Nährlinger. Verbier. Und der verwarnte Frittala. Wieder Verbier, der mir gut gefällt. So, jetzt geht's auch andersrum. Christian Wörns Attacke wird ebenfalls mit Gelb bestraft. Naja, musste nicht sein. Verbier wird dann noch behandelt. Der auffälligste Spieler im Moment bei Teplice. Guter Fußballer. Wird sicher gleich wiederkommen. So, jetzt darf Verbier wieder zurück auf den Platz. Möller.
Dede. Ikpeba. Raumgewinn. Die Tschechen machen die Räume ihrerseits eng und stören früh. Übergewicht im Mittelfeld beim Gegner, der dort immerhin 5 Mann postiert hat. Von der zweiten Spitze haben wir nach vorn bisher relativ wenig gesehen. Ikpeba. Und deswegen werden auch die Stürmer bei Dortmund im Moment kaum mit brauchbaren Bällen gefüttert. Reuter, konservative Interpretation der Libero-Rolle. Ikpeba. Dede. Da ist Kolomasnik bei ihm gewesen. Der soll eigentlich die zweite Spitze bilden bei Teplice. Ikpeba. Blick auf die wohlbesetzte Dortmunder Bank. Da wird, wenn sich keiner verletzt, sicher vor der Pause noch keine Bewegung reinkommen. Sie wissen, keinen freien Mann in des Gegners Hälfte anzuspielen. Jetzt Ikpeba, der sich viel bewegt, aber auch abgeblockt wird. Verbier. Friedek. Da kommt Kolomacny. Wieder Friedek. Nee, Spiel läuft weiter. Aber leichtsinnig, was die Dortmunder da machen. Unnötiger Ballverlust. Futterla. Nur der Stevic, der hat Feuer. Möller müsste für meine Begriffe weiter sich nach vorne orientieren. Das, was sie ja in den Trainingsspielen versucht haben, mit drei Spitzen zu spielen, das findet hier nicht statt. Möller entzieht sich dem allerdings sehr unbequem Frutala, indem er weit zurückgeht. Guter Pass von Stevic auf Möller. Jetzt ist er in der zweiten Spitze. Und dann das. Ikpeba und Rada. Möller.
Dede. Ricken in Rücklage. Konnte nicht mehr aus diesem Kopfball machen. Doch haben sich die 40 Millionen nicht amortisiert. Erste Chance der Dortmunder in der 5. Minute durch Wörns. Aber guter Reflex von Makacek. Dann ein Linksschuss von Nerlinger übers Tor. Aber Teplice blieb gefährlich mit Verbiers Heber. Der Mittelstürmer weiterhin der agilste Mann des Gegners. Das ist DD in der Rolle eines Manndeckers. Oh, da hat Friedek draufgehalten und Reuter sich möglicherweise verletzt. Da ist Friedek. Aber Sie sehen, Reuter bietet sich schon wieder an, der Kapitän. Ja, die spielen mit Haken und Ösen. Auch dieser Bodycheck von Brabbel. Und gute Fußballer sind sie auch. Fusek! Fusek! Und Lehmanns Start. Gute Aktion von Fusek. Schauen Sie nochmal hin. Schüttelt DD ab. Und Kohler. Und so gerade noch kommt Jens Lehmann ran. Ecke Ferbier. Fürtala. Wer ist Teplice? Hat man sich ja vielfach in Deutschland gefragt, nach der Auslosung zu dieser Champions League Qualifikation. Jetzt wissen es die Dortmunder, eine erstklassig spielende Mannschaft, die es auch an der nötigen, manchmal auch übertriebenen Härte nicht fehlen lässt. Und immer wieder Ferbier an Kohler vorbei. Foul von Friedek. Er hat wohl nur die Härte aus der Bundesliga mitgenommen. Hat er gar nicht nötig. Aber wollen wir fair sein, die Dortmunder sind auch keine Chorknaben. Nennt man das internationale Härte. Möller. Möller, wieder Friedek. Schiedsrichter Gallagher hat ihn mal so angeguckt, den Friedek, als voll der Sahnenjunge. Beim nächsten Mal könnte es gelbe Post geben. Aber erstmal dieser Freistoß für Nerlinger. Stevic. Torhüter Makacek, auch ein Linksfuß, wie wir gerade gesehen haben.
Möller gegen Libero Rizek. Dede. Ja, da ist Ikpeba mit 1,74 zu klein gewesen für diese Flanke. Vielleicht jetzt. Dede. Gibt Einwurf neben der Eckfahne. Kohler eben zweimal böse versetzt. Makacek in den beiden ersten Punktspielen nicht der sicherste. Übrigens, diese Tatsache ist natürlich ein kleines Prä für Teplice. Die sind schon im Meisterschaftsbetrieb, haben schon Matchpraxis, wenngleich wenig erfolgreich. Beim Heimspiel ein Unentschieden und auswärts eine 1:3 Niederlage in Glabonec. Bis dahin geht's gut. Und jetzt. Alles nur Sicherheitspässe. Es fehlen die pfiffigen Ideen. Und unsere beiden Spitzen da vorne, die werden ganz eng gedeckt. Brabeck macht es hier bei Bobic, genauso wie auf der anderen Seite Rada bei Ikpeba. Gefährlich der Friedeck auf der linken Seite. Nährlinger hat geklärt. Verbier. Ja, da stand der Schiedsrichter im Weg. Und das war Glück für Dortmund. Vorne sitzt im Moment Ricken, inzwischen wieder aufgestanden nach der harten Attacke, aber noch ein bisschen angeschlagen. Reuter. Eckballverhältnis 3:3. Aber noch kein Tor in Teplice. Der schießt, Stevic. Zum dritten Mal, auch wenn es noch nicht geklappt hat, der engagierteste Dortmunder für mich. Keine Chance für Ikpeba an den Ball zu kommen, aber immerhin Ecke.
Dortmunder gehen bei den Ecken nie in den 5-Meter-Raum. Ikpeba. Und Rada hat geklärt. Nächster Eckstoß. Der 5. mittlerweile. Alle von Möller getreten. Stevic. Dede. Bobic. War ein bisschen theatralisch, obwohl dieser Brabeck wirklich eine unangenehme Attacke nach der anderen fährt. Athletischer Spieler, kopfballstark. Aber immerhin springt daraus eine ganz interessante Freistoßentfernung raus. Torentfernung knappe 20 Meter. Nährlinger, Stevic und links auch Ricken am Ball. Nährlinger. Aber ohnehin in Abseitsposition. Also da müssen wir uns gar nicht groß aufregen. Das war Libero Rizek. Der spielt erst sein zweites Ligaspiel durch. Und da sehen wir auch, dass die Entscheidung des guten englischen Schiedsrichters, der auch gut assistiert wird, hier vollkommen in Ordnung geht. Möller. Nicht der erste Fehlpass. Wörns schon verwarnt und danach vom Schiedsrichter schon mal kritisch angeschaut. Kohler. Möller. Gegen Fürtala, seinen ständigen Schatten. Dede. Ikpeba hat es schwer gegen Rada. Und dem Ikpeba fehlt natürlich so ein Mann wie der schnelle Henri, den sein damaliger Lehrmeister Arsène Wenger zu Arsenal geholt hat. Man sieht, dass Wörns noch nicht der Schnellste wieder ist. Verbier. Bilek, Fürtala und Verbier. Mein lieber Mann, die Dortmunder können sich bei Lehmann bedanken, dass sie nicht schon in Rückstand liegen. Spielt klug mit, der Keeper. Nährlinger. Ukpeba. Endstation Rada. Der war zum Schluss auch Stürmerfaul. Deswegen gibt es Freistoß. Verbier. Großer Aktionsradius. Naja,
Er gibt ihm Gelb wegen absichtlichen Handspiels. Das kann man machen. Bei so einem engagierten Fußballer wie Verbier tut es mir ein bisschen leid. War unnötig. Muss er nicht machen. Alles gute Fußballer, Fusek. Und Verbier sowieso, auch wenn er diesmal mit dem Absatzkick die Sache übertrieben hat. DD. Spiel der Dortmunder ist schematisch. Möller hängt zurück, wird dann per Sicherheitspass angespielt. Die Spitzen sind gut markiert. Keine einzige Flanke mal über außen in den Rücken der gegnerischen Abwehr. Und dann solche Fehlpässe. Ja, einfach mal einen Fuß ausgefahren hat Friedeck und schon hat Möller den Ball verloren. Holt ihn sich aber hier schön zurück. Die letzte Minute vor der Pause läuft. Und das ist wohlgemerkt der Libero des Gegners, der jetzt vielleicht hinten fehlt. Möller. Bobic. Ja, immerhin mal versucht. Ricken. Sah ein bisschen so aus, als hätte er auf das Foul gewartet, der Lars Ricken, auf das Foul von Tesarik, das wir hier nochmal sehen. Noch ein Freistoß vor der Pause. 0:0. Wieder Nehrlinger, dessen Vater einst schon für die Borussia kickte. Gibt nochmal Freistoß. Stevic hat sich entschuldigt bei Friedek. Es ist ein faires Spiel bisher. Der Schiedsrichter Dermot Gallagher gibt es Anlass nachspielen zu lassen. 0:0, meine Damen und Herren. Erste Chance in diesem Spiel für Wörns bei einem seiner Vorstöße. Guter Reflex von Makacek. Und das war's dann eigentlich schon. Dann spielte Teplice hier respektlos auf gegen den Weltpokal- und Champions-League-Sieger von 1997. Und der konnte sich bei
Lehmann bedanken, dass er hier nicht in der ersten Spielhälfte in Rückstand geraten ist. Also da ist noch viel zu tun. Fast, liebe Zuschauer zu Hause, ist das so wie mit den Trikots der Dortmunder. Da ist im Moment ganz, ganz wenig Gold dran. Und das muss alles noch im zweiten Durchgang und im Verlauf der Saison anders werden. Das war der Mann, auf den die Borussia sich heute verlassen konnte, bei zwei, drei guten Paraden. Und hier weiß Michael Mayer, dass da noch viel weit zurückhängend. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen. Also genau das Gegenteil von dem, was in den Vorbereitungsspielen versucht wurde. Und dass die Teplitzer so defensiv spielen, das darf die Dortmunder nicht überraschen. So spielen die immer. Ihr sehr kluger Trainer Josef Pischitz sagt, wir sind keine Mannschaft mit brasilianischem Potenzial. Wir machen das, was wir können und das möglichst gut. Und das haben sie im ersten Durchgang gemacht. Zweite Halbzeit läuft mit Anstoß der blau-gelben Platzbesitzer, die hier übrigens eines der schönsten, wenn auch kleinen Stadien in der tschechischen Liga präsentieren. Beide Mannschaften unverändert. Kohler, Kapitän Reuter und Wörns. Nicht immer sah diese Abwehr gut aus während der ersten 45 Minuten. Ricken. Da hat er Glück gehabt, dass er wenigstens einwerfen darf. Ikpeba. Und sofort ist wieder Radar bei ihm. Immerhin im Eckballverhältnis, da führen die Dortmunder mit 6:3. Aber das Tor haben sie noch nicht getroffen. Und das Unentschieden hat sich der Gastgeber bisher mehr als verdient. Ecke Möller. Kopfball Wörns. Nach vorne fast effektiver als nach hinten. Ja, ähnliche Situation hatten wir eben auf der anderen Seite. Kluger Heber des Brasilianers, der sah, dass der gute Makacek ein bisschen weit vom Tor stand. War die Ecke von Stevic diesmal. Dauert ein bisschen lange, bis Reuter den Ball nach vorne spielt. Aber wo soll auch hinspielen?
Patrick Peber. Möller. Und Nährlingers Linksschuss. Zehn Tore hat die Borussia im vergangenen Jahr in der Bundesliga auf des Gegners Platz geschossen. Daran wollte Trainer Skibbe arbeiten. Deswegen wurde investiert. Aber die Schwäche im Mittelfeld ist noch nicht behoben. In den jetzt ersten 50 Minuten der neuen Saison. Und so eine Mannschaft, die muss sich natürlich auch erst finden. Da darf man nicht zu ungeduldig sein, aber das ist heute eine ganz schön schwere Aufgabe hier in Teplice. Vor allen Dingen wegen ihm, Verbier. Gut gedacht, da vom Libero. Aber es war keiner der Stürmer drauf eingegangen, was Rizek davor hatte mit dem Steilpass. Der andere Libero, Reuter. Da ist DD angeschlagen. Aber er wird natürlich außerhalb des Platzes behandelt. Verbier. Verfolgt von Stevic. Friedek. Und Möller am eigenen Strafraum. Das Bein des Brasilianers, der von Atlético Mineiro im vergangenen Jahr kam, hat sich gut zurechtgefunden bisher in Dortmund. Dortmund im Moment immer noch mit einem Mann weniger und DD wird gleich zurückkommen. Da ist er. Nick Peber, ja, ein bisschen Bodycheck gegen Rada. Und hier gibt es die erste Bewegung auf der Dortmunder Bank. Da machen sich auch schon ein paar Spieler warm. Aber wir schauen erstmal wieder zu, was es auf dem Rasen gibt. Zweite Halbzeit beginnt verhalten. Aber jetzt. Da ist jetzt im zweiten Durchgang die zweite Spitze. Kolomatznik schon zum zweiten Mal gefährlich mit vorne. Flanke. So bringt man Makacek nicht in Verlegenheit.
Igbeba. Möller, immer ist Fritterla bei ihm. Da stretcht sich Heiko Herrlich. Auch Barbares hofft auf einen Einsatz. Freistoß Stevic und Kopfball Igbeba, der mit 1,74 nicht allzu groß ist. Er kam, wie wir hörten, völlig untrainiert in Dortmund an, ist aber inzwischen durch das gute Aufbautraining wieder richtig fit, wird aber nicht richtig eingesetzt in diesem Spiel. Kluger Pass von Bilek, direkt gespielt. Verbier. Und Kohler hilft Dede. Andi Möller. Stevic geht mit. Nicht eben glücklich, wie Möller spielt. Da stand da auch nicht gut, der Wörns, bei diesem Kopfball. Igbebas Kopfballverlängerung auf Ricken. Stevic. Gibt's hier gellende Pfiffe gegen die Dortmunder, die sich bei Schiedsrichter Gallagher bedanken können, der hier in diesem Hexenkessel ein sehr aufmerksamer Leiter ist. Und sicher kein Heimschiedsrichter. Ricken gestoppt. Altmeister Bilek. Solche Fehlpässe sieht man selten bei ihm. Ricken. Jetzt soll er sich mal an alte Europapokal-Tugenden erinnern. Aber nicht, indem er hier auf Schwalbe macht. Immerhin gibt es einen Eckball. War ja der Shootingstar in UEFA Cup und Champions League, Lars Ricken. Fiel danach auch in ein Formtief, durch Verletzungen hervorgerufen. Ecke Möller. Die langen Kerls fischen da hinten alles weg. Schiedsrichter hat hier abgepfiffen, weil sich ein tschechischer Spieler verletzt hat. Sie sehen, er hat sich abgestützt. Möglicherweise das Handgelenk gebrochen, wollen wir nicht hoffen. Nach dem Luftkampf passiert. Da war es auch richtig, dass der Schiedsrichter gar nicht abwartet, bis der Ball ins Aus gespielt wird, sondern er muss dann auch direkt unterbrochen werden und gleich mit Schiedsrichterball fortgesetzt werden.
Meine Damen und Herren, die erste Stunde in Teplice ist vorbei. Das ist der TFK-Trainer Josef Pesice, der hier gute Arbeit geleistet hat. Ich sagte schon einmal, diese Mannschaft hier aus Nordböhmen hat für Furore gesorgt im tschechischen Fußball. Es sieht hier nicht gut aus für Futala. Also im Moment Teplice mit einem Mann weniger. Da gibt es Gelb. Andi Möller. Während Fritala schon wieder steht. Und sicher das Spiel gleich fortsetzen kann. Ziemlich rüde Angelegenheit. Die Attacke von Möller gegen Bilek. Übrigens die vierte gelbe Karte in diesem Spiel. Hüben wie drüben jeweils zwei. Und es kommt so allmählich die Zeit der Einwechselspieler. Fritala jetzt mit Armverband wieder zurück und Verbier. Bilek. Jawohl, Freistoß für den BVB. Fritala wartet noch auf das Signal des Schiedsrichters. Er ist noch nicht wieder im Einsatz. Der Mann, der Möller abgeschirmt hat bisher. Ikpeba jetzt. Und Bilek mit 34 der Älteste. Da ist er. Gut gemacht von Ricken. Kolomaznik, auch mit großem Aktionsradius, einige Male in der Spitze gewesen. Und jetzt gerade wieder ganz hinten. Stevic. Der Mann mit den besten Fleißnoten bei der Borussia. Bobic, Ikpeba. Und Fritala. Immer wenn der am Ball ist, wird es gefährlich. Verbier, Ball war aber im Aus. Diesmal wird es gar nicht gefährlich. Gut gesehen hier vom Schiedsrichterassistenten. Ist übrigens nicht immer dasselbe Team bei Gallagher. Die Assistenten wechseln. Voller Durchmesser über die Linie. Die Borussia könnte im Herbst die erste deutsche Fußballmannschaft sein oder besser der erste Club, der an die Börse geht. Das ist jedenfalls Börsengeflüster. Voraussetzung ist natürlich das Erreichen der Champions League.
Piszczek. Nehrlinger! Eins zu null in der 66. Minute. Durch Christian Nehrlinger. Jubel bei den 300 BVB-Fans. Hier sehen wir nochmal die Entstehung. Wörns Flanke. Bobic Einsatz. Und Nehrlinger aus der Luft. Unhaltbar für Makacek. Der Mann, der wie sein Vater sowohl für Bayern als auch für Borussia spielte. Hier mit einem wichtigen und mutmachenden Tor. Jetzt bin ich gespannt, wie die Tschechen reagieren. Sie haben noch einen zweiten bulligen Mittelstürmer auf der Bank sitzen. Das ist Divetsky, der aber zuletzt nicht sonderlich in Form gewesen sein soll. Frittala. Ah, da hat er wieder Berührung mit seinem verletzten Arm. Dede. Dortmunder Freudengesänge auf der Gegentribüne. Und Stevic, wie so oft, treibt den BVB nach vorn. Aber Bilek und Tesarik sind zu viel. Hier nochmal, weil es so schön war, das Tor durch Christian Nehrlinger. Die Fans aus Dortmund, die skandieren Auswärtssieg. Da waren sie ja nicht sonderlich verwöhnt. Ganze zwei gab es in der vergangenen Saison bei abstiegsgefährdeten Clubs. Hier, das ist ein tschechischer Spitzenclub. Und da täte so ein Auswärtssieg schon ganz schön gut fürs Selbstvertrauen. Aber noch ist der nicht unter Dach und Fach. Müller wieder ganz weit zurück, fast der letzte Mann. Bobic und immer ist der 20er der anderen Seite dabei. Brabeck. Und jetzt gibt es den ersten Wechsel. Es geht Friedek und es kommt
mit Jondracek, ein anderer Mittelfeldspieler. Und dann geht auch der sehr fleißige Kolomacnik. Und es kommt der von mir eben schon angesprochene Mittelstürmer Radek Divetsky. Gibt das frischen Wind für Teplice? Wir werden es erleben. Borussia Dortmund führt seit der 66. Minute mit 1:0. Noch 20 Minuten zu spielen. Erste Aktion für den neuen Mittelstürmer Divetsky. Und die Auswechselüberlegungen bei Trainer Michael Skibbe sind natürlich zunächst einmal modifiziert worden durch Nährlingers Führungstor. Jetzt wird er erstmal beobachten, wie sich diese Elf, die immer noch die Anfangsformation ist, dort unten weiter schlägt. Bielek. Kurtala muss aufpassen, dass er nicht auf seinen verletzten Arm fällt und das ist hier passiert. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich nicht so, dass die Dortmunder ihn nun in Watte packen müssen, wie hier Dede. Wenn er weiterspielt, ist es sein eigenes Risiko und er knallt genau auf diesen verletzten Arm. Wichtiger Spieler als Mann vor der Abwehr. Unangenehm für Möller. Aufmerksam, bisher sehr gut, Lehmann im Tor. Oh, da ist Reuter angeschossen worden, voll auf die Brust. Wer weiß, ob dieser Ball nicht sonst im Tor von Dortmund Unheil angerichtet hätte. Auch das nimmt zunächst einmal die Luft weg und ist auch schmerzhaft. Hier sehen wir noch mal die Szene. Volle Kanne von Fusek. Reuter wieder da. Der arme Ikpeba hat nicht zu lachen gegen Rada. Nächster Wechsel, jetzt geht Fritala, der tapfer durchgehalten hat. Und es kommt mit Pickel ein anderer spielender Abwehrspieler, der auch schon Libero bei seinem Club gespielt hat. Auswechselkontingent bei Teplice, also jetzt bereits ausgeschöpft. Beim BVB hat Trainer Skibbe sozusagen noch alles in der Hand. Das war ein Bodycheck von Reuter und das müsste Gelb geben gegen den Kapitän. Und es gibt Gelb. Auf der anderen Seite wäre sonst Divetsky durch gewesen. Reuters ist sauer, dass ihn da seine Abwehr im Stich gelassen hat. Und Teplice versucht hier alles. Blick auf die 60.000 Einwohnerstadt.
alle Ecken von Verbier. Gutes Abspiel von Lehmann, Möller. So schnell ging es selten nach vorne. Ikpeba. Ricken. Stevic. Nochmal Nehrlinger. War das richtige linke Bein? Ja, die beiden Manager können jetzt schon etwas entkrampfter reinschauen. Bobic. Jetzt wechselt auch Borussia Dortmund zum ersten Mal. Heiko Herrlich wird kommen. Und wer geht raus? Viktor Ikpeba. Der Mann, der vom AS Monaco für 12 Millionen nach Dortmund gewechselt ist. Hier kommt ein anderer, dessen Wechsel seinerzeit für viel Diskussionsstoff sorgte, als er von der Mönchengladbacher Borussia zum Borsigplatz kam. Heiko Herrlich, zwischendurch mal wechselwillig, aber jetzt will er den Konkurrenzkampf aufnehmen. Und erste Aktion von Herrlich und beinahe das 2:0 durch Lars Ricken. Dem täte ein Tor in einem internationalen Wettbewerb mal wieder gut. Wieder gut reagiert von Makacek. Zwei Stürmer mit Gardemaß. Herrlich 1,86. Bobic 1,88. Aber insgesamt, das darf nicht übersehen werden, ist über außen so gut wie nichts gekommen. Also das, was die Trainer immer als Idealkonstellation sich vorstellen, von der Torauslinie in den Rücken der Abwehr zu flanken, nicht ein einziges Mal. Nun muss man dazu auch immer einen Gegner haben, der einen dazu kommen lässt. Und diese Teplitzer Mannschaft hat sich hier bisher ausgezeichnet präsentiert. Denken Sie an die Torchancen vor der Pause, an die guten Paraden von Lehmann. Der zweite Abschnitt ist für mich etwas verflacht, hat aber dann den Höhepunkt durch Nehrlingers bisher goldenes Tor in der 66. Minute. Freistoß nach dem Schubser von Nehrlinger in Richtung Pickel. Und der Libero. Auf Lehmann ist Verlass, auch wenn Rizek schießt. Das steht sehr gut und hat den Ellbogen von Diewetzki gesehen. Bulliger Mittelstürmer, stark und kopfballstark. Yeah.
Tja, haben Sie Regieanweisungen gehört? Versucht, von da hinten raus zu spielen. Leichter gesagt als getan. Lehrlinger. DD. Bielek, der hatte übrigens eben drüber gehalten bei Nährlinger. Ricken. Stevic. Schöner Seitenwechsel. DD. Kommen aber wenigstens mal Flanken in den Strafraum. Gut, dass Herr Dele da kein Portugiesisch versteht. Bielek jetzt in der Rolle des letzten Mannes. Reuter in der alten Rolle als Außenverteidiger oder Außenspieler, wie das Neudeutsch heißt. Reuter kann sich Zeit lassen, hinten schirmt Kohler die zentrale Position ab und den neuen Sturmführer Divetsky. Während Verbier jetzt noch weiter zurückhängt, um Ballschlepperdienste für Teplice zu verrichten. Bielek kann am Ball immer noch sehr viel. Und Kohler, das sind eigentlich Mittelstürmer, die er gerne hat. Aber das war nicht ganz rein, obwohl ich glaube, dass Divetsky auch ausgerutscht ist. Hier sehen wir es nochmal. Sehen Sie, da war er schon im Fallen, aber es ging trotzdem der Griff zum Hals. Und den Freistoß kann man insofern vertreten. Wie alle Standardsituationen eine Sache für Verbier. Stevic hat erstmal gerettet. Und gut abgeblockt hat Kohler den Schussversuch von Divetsky. Aber Teplice holt im Eckballverhältnis auf. Dortmund 8, die Tschechen 5. Aber der BVB führt weiterhin mit 1:0. Abseitsposition von Libero Rizek, der diese Rolle längst nicht mehr spielt, sondern immer mehr in die Offensive rückt, während Bielek, ich sagte es Ihnen eben schon, als letzter Mann fungiert.
Während Dortmund übrigens mit der Börse liebäugelt, hat hier der FK Teplice sich im vergangenen Jahr in ein Wirtschaftsunternehmen umgewandelt. Der Hauptanteilseigner ist ein großes ortsansässiges Glasunternehmen, deren Chef übrigens auch Clubpräsident ist. Aber der Präsident will mehr als das 0:1, ein achtbares Resultat nach bisher guten Leistungen für Teplice. Noch hat der Platzverein 5 Minuten Zeit. Kohler. Riesenfehler von Kohler. Mein lieber Mann. Schauen Sie mal hin. Das muss er anders beseitigen. Und wieder muss Lehmann alles riskieren. Gegen Divetsky. Sonst wäre hier der Ausgleich fällig gewesen. Jetzt wird es ruppiger. Und nun gibt es auch Gelb gegen Libero. Nein, gegen Tesarek. Das ist nicht der Libero, der Siebener. Hier nach dieser Attacke, mit der Ricken am Knie trifft. Sechste gelbe Karte. Jeder Seite 3. Spricht für den Kampf, nicht für das Gift. Denn Gift war nicht im Spiel. Herrlich, geschickt gelöst. Nehrlinger. DD. Nee, so lang ist der Herrlich auch nicht. Möller. Stevic. Vielleicht hätte er da besser zu Ricken spielen sollen, der rechts völlig frei war. Kader der Dortmunder. Im Gegensatz zum Vorjahr drastisch reduziert auf 22. Und die braucht man auch, wenn man auf mehreren Hochzeiten tanzen will, im deutschen und im europäischen Fußball. Ein Wechselspieler ist keine abwertende Bezeichnung, gibt übrigens gleich den nächsten, das wird dann Barbares sein. Abseitsposition von Divetsky. So, nun ist es soweit. Nun hat auch Freddy Bobic Pause. Und es kommt mit Barbares, ein Mann, der sowohl in der Spitze als auch im Mittelfeld spielen kann. Da gibt es dann noch die volle Prämie in der letzten Minute. Wenn das 0:0 zur Pause für den BVB vielleicht sogar etwas schmeichelhaft war, gegen die klug aus der Tiefe konternden Teplitzer, so verflachte vielleicht das Spiel im zweiten Durchgang etwas, hatte aber, ich darf das nochmal wiederholen, den Höhepunkt mit Nehrlingers Tor in der 66. Minute, dem auch eine gute Angriffskombination der Dortmunder vorausging. Und vielleicht sehen wir jetzt nochmal einen durch einen über weite Strecke, zuletzt ließ er nach, agilen Stevic,
der sehr, sehr viel gearbeitet hat. Der auch mit einigen Schüssen sich versuchte. Aber es blieb hier beim Versuch, weil der gegnerische Torhüter Makacek einige Male gut parierte. Vielleicht gibt es sogar hier noch den dritten Spielerwechsel beim BVB. Denn unten steht der Holländer Nijhuis, dem man gute Vorbereitungsspiele attestiert hat. Aber jetzt Andi Möller. Das macht er doch. Mann, oh Mann. Andi Möller ist von seiner Bestform noch ein ganz schönes Stück entfernt. So, hier gibt es jetzt doch noch mal den letzten Wechsel beim BVB. Lars Ricken geht. Das ist natürlich auch ein taktischer Wechsel, um hier noch mal ein bisschen Verschnaufpause zu gewinnen. Und es kommt, wie eben schon angedeutet, Alfred Nijhuis. Routinierter Holländer. Früher auch mal beim MSV Duisburg. Dann in Japan. Und noch mal Möller. Jetzt hat er Platz und Chancen, aber er nutzt sie nicht. Und Teplice bis zum Schluss gefährlich. Denken Sie an die Chancen von Rizek und Divetsky in den letzten 12 Minuten. Dieses 1:0 war nie ein Ruhekissen für Borussia Dortmund. Würde es aber hier über die Zeit gebracht, dann wäre es natürlich ein wichtiger Erfolg und genau das richtige Resultat, um dann im Rückspiel in 14 Tagen im Westfalenstadion alles klar zu machen, um wieder in die Champions League einzuziehen. Das bedeutet Reputation, das bedeutet Finanzen und das bedeutet natürlich auch einen Leckerbissen für die vielen zigtausende Borussen-Fans. Aber die Spieler müssen noch aufpassen, wie Kohler hier gegen Divetsky. Beide Manndecker der Borussia noch nicht überzeugend in allen Situationen. Das weiß auch Michael Skibbe. Er weiß auch, dass die beiden noch Ausreden haben. Verletzungen hier, Mexiko da. Aber lass uns nicht über Ausreden reden. Die Mannschaft ist gut besetzt. Und die Fans erwarten von ihr guten Fußball. Das war heute noch nicht immer der Fall, aber es war ein Sieg. Erzielt durch Christian Nehrlinger, der ein unauffälliger, aber sehr effektiver Spieler ist. Aus Bayern zu den Dortmundern gewechselt. Heute mit einem wichtigen Tor und insgesamt muss man zum Resultat der Borussia gratulieren. Dass dann noch nicht alles Gold ist, was glänzt, glaube ich, haben Sie, liebe Zuschauer, zu Hause ebenso gesehen wie die 300 treuen Fans.